Wenn das nicht besser wird, muss ich es abbrechen. Was passiert, wenn man aktiv gegen seine innere Uhr lebt? Ich hab's ausprobiert. Hi, ich bin Josef, selbstständiger Filmregisseur und Drehbuchautor. Also immer wieder krumme Arbeitszeiten und lange Tage am Filmset. Eine Haaranalyse wird heute klären, welche Uhrzeiten für mich wirklich ideal sind. Wann ich aufstehe, ins Bett gehe, Sport treibe und am konzentriertesten bin. Und dann mache ich davon das komplette Gegenteil. Wird schon gut gehen. Unsere innere Uhr legt fest, welchen Chronotyp wir haben, also ob wir eher Morgenmenschen oder Nachtmenschen sind. Dabei hat fast jeder Mensch eine eigene, individuelle Uhrzeit, die ideal ist für sie oder ihn. Welche Zeit das ist, ist genetisch festgelegt, kann sich aber trotzdem im Laufe des Lebens verändern. So sind Kinder meistens eher Frühaufsteher, als junge Menschen tendieren wir eher dazu, Nachtmenschen zu werden und im Alter werden die meisten von uns wieder Frühaufsteher. Also legt nicht nur unser Erbgut unsere perfekte Aufsteh- und Bettzeit fest, sondern auch unser Alter. Dazu kommen äußere Faktoren wie Jahreszeiten und in welchen Teil der Welt man lebt. Viele Menschen leiden unter Schlafproblemen und einer Störung der inneren Uhr, einem sozialen Jetlag, wie es der Wissenschaftler und Schlafforscher Till Rönneberg nennt. Unter der Woche bestimmt der Wecker, wann wir aufstehen, und an freien Tagen versuchen wir, Schlafdefizite möglichst auszugleichen. Je stärker die Unterschiede sind, desto krasser wird der soziale Jetlag. Dazu kommt noch die Zeitumstellung, die das Ganze verschlimmert. Um sicherzugehen, dass ich generell keine Schlafprobleme habe, habe ich mich vor dem Experiment von einem Schlafexperten ausführlich checken lassen. Sauerstoffversorgung, Tiefschlafphasen und so weiter. Schlafprobleme habe ich nicht. Noch nicht. Um herauszufinden, wie meine innere Uhr tickt, habe ich mit Bodyclock, einer Ausgründung der Charité Berlin, das ist Europas größte Uniklinik, zusammengearbeitet und den weltweit ersten RNA-Härtest für die innere Uhr durchgeführt. Dafür habe ich eine Haarprobe an das Team von Bodyclock gesendet. Diese wurde im Labor untersucht, um meinen genetisch bedingten Schlaftyp festzustellen. Zurückgehalten habe ich einen 25 Seiten langen Bericht zu meinen optimalen Zeiten zum Schlafen, Essen, Arbeiten, Sport treiben und einiges mehr. Ich arbeite mein Leben lang schon tief in die Nacht hinein. Also ist es nur logisch, dass meine ideale Zeit zum Aufstehen 7.15 Uhr ist? Das ist echt eine Überraschung für mich. Und auch, dass 70% der Menschen eine spätere innere Uhr haben als ich. Als Frühtyp bin ich morgens schneller wach und sollte komplexe Aufgaben in die erste Tageshälfte legen. Bodyclock liefert mir aber nicht nur konkrete Handlungsempfehlungen für einen perfekt für mich angepassten Tagesplan, sondern erklärt auch im Detail, warum welche Veränderungen gut für mich sind. Ich bin übrigens sehr dankbar, dass das kleine Startup aus Berlin mit mir für dieses Video zusammenarbeitet. Seit neuestem bieten sie diese Analyse nämlich für alle an. Vor allem für Menschen mit Schlafproblemen können das wertvolle Informationen sein. Ihr schickt eine Haarprobe an das Labor, beantwortet ein paar Fragen zu eurem Schlafverhalten und Tagesrhythmus, damit berücksichtigt werden kann, wie ihr arbeitet und lebt. Dadurch können die Forschenden euch neben eurer inneren Uhr den idealen Tagesplan empfehlen, der genau auf euer Leben passt. Das Ziel ist es, dass ihr gesünder, ausgeglichener und offener in die Welt geht, da ihr besser schlaft und genauer wisst, was euer Körper wann braucht. Wenn euch das Ganze interessiert, dann checkt mal den Link bodyclock.health in der Videobeschreibung. Aber jetzt geht es erstmal darum, das Gegenteil von allem anzuwenden, was ich gerade erfahren habe. Normalerweise gehe ich gegen 22 Uhr ins Bett und stehe gegen 6 Uhr auf. Am Wochenende ändert sich das auf um Mitternacht schlafen gehen und 9 Uhr aufstehen. Meine ideale Bettzeit ist laut Bodyclock 23.15 Uhr und die ideale Aufstehzeit 7.15 Uhr. Also werde ich das auf gar keinen Fall machen, sondern so schlafen und aufstehen. Woche für Woche ein bisschen anders. Wer in der Frühschicht arbeitet, lacht jetzt bestimmt einfach, aber ich werde schon beim Draufschauen müde. Damit ich am ersten Abend besser einschlafen kann, fange ich bereits 2 Stunden vorher damit an, auf Bildschirme zu verzichten und das blaue Licht zu vermeiden, das unserem Körper vorgaukelt, es sei noch Tag. Bildschirme und deren blaues Licht können dafür sorgen, dass unsere innere Uhr ganz schön durcheinander gebracht wird. Ich lese also ein Buch und schlafe am ersten Abend mit ein bisschen Verzögerung ein. Schwierig ist allerdings der erste Wecker. Der reißt mich nämlich direkt aus dem Tiefschlaf und ich fühle mich wie erschlagen, obwohl es nur eine Stunde früher ist als sonst. Es ist 7 Uhr. Warum ist es 7 Uhr? Weil ich wieder eingeschlafen bin. Guter Start in dieses Experiment. Morgen neuer Versuch. Ich mag total, wie ruhig es ist. Das ist aber gerade eigentlich auch alles, denn ich bin echt super müde und ich werde heute auch gar nicht so richtig wach. Erschlafen könnte ich jetzt auch nicht. Ich bin innerlich so total unruhig und in einer Stunde muss ich auch schon wieder ins Bett. Da ich diesen Monat keine Dreharbeiten habe, sondern im Büro arbeite, sind meine Zeiten sehr gleich und ich kann mich theoretisch langsam an den neuen Rhythmus gewöhnen. Allerdings stellt sich die Gewöhnung nicht wirklich ein. An Tag 2 und 3 habe ich erhebliche Einschlafprobleme und obwohl ich tagsüber mit Kaffee und gesunden Snacks wie Nüssen und Obst daran arbeite, werde ich nie wirklich richtig wach. Ich hatte wenig Schlaf, aber gehe jetzt joggen. Das war eine richtig dumme Idee. Der frühe Sport macht wenig Spaß und meine Leistung ist wesentlich schlechter als sonst. Ich gehe normalerweise mittags laufen. Über die Tage sinkt meine Konzentration und ich merke vor allem, dass ich echt Schwierigkeiten habe, mir Dinge zu merken. Dazu gehört auch, dass ich jeden Tag um 8:45 im Bett liegen soll. Es ist halb
10. Ich müsste jetzt eigentlich schon im Bett liegen. Mein Kopf zeigt deutliche Ermüdungserscheinungen. Ich schlafe keine Nacht mehr durch. Ich mache häufiger Fehler und mir fallen immer wieder Dinge runter. Und ich merke, wie mir mehr und mehr die Kapazität fehlt. Also dieser dauerhafte Schlafentzug, dass man nicht richtig zur Ruhe kommt, ich werde schneller wütend, bin ungeduldig und als das Wochenende kommt, schlafe ich viel zu lang. Erst um 11 Uhr werde ich wach. Wie gut schlafe ich ein? Schlecht. Manchmal dauert es echt lange und wenn ich mich darüber ärgere, noch länger. Autogenes Training und Entspannen hilft ein bisschen, vor allem aber das Lesen von Büchern. Aber vor 11:30 schlafe ich an keinem Tag ein. Wie schnell werde ich wach? Langsam. Und manchmal gar nicht richtig. Ich habe das Gefühl, ich bräuchte dringend Urlaub und will manchmal einfach nur meine Ruhe von allem haben. Ich merke aber auch, dass ich sehr viel mehr persönlich nehme. Im Kontakt mit Freunden, aber auch im Supermarkt missverstehe ich Blicke oder wenn mich jemand mit seinem Wagen versehentlich erwischt. Das nervt mich dann richtig heftig. Wie geht's mir insgesamt? Auf einer Skala von 1 bis super, eine wackelige 4. Warum schlafen wir eigentlich? Am Ende unseres Tages kühlen unsere Körper und Gehirne schnell ab. Das ist es, was uns müde macht und auch einschlafen lässt, wenn die Temperatur am schnellsten fällt. Das liegt vermutlich daran, dass die Kälte unser Gehirn einfach gesagt stark verlangsamt, sodass wir bewusstlos werden und dann schlafen. Mein Körper ist in der zweiten Woche entweder halb gekühlt oder will gar nicht mehr abkühlen. Mein Schlafrhythmus ist nämlich komplett hinüber und ich komme gar nicht mehr richtig rein. Das führt dazu, dass ich in der zweiten Woche alle paar Stunden aufwache und teilweise lang wach liege und am 10. Tag schlafe ich dann am Schreibtisch ein. Das ist mir, soweit ich weiß, noch nie passiert. Wenn man gewisse Schlafzeiten gewohnt ist, reagiert der Körper entsprechend. Dass ich am Schreibtisch einschlafe, liegt allerdings nicht an Gewohnheit, sondern an Übermüdung. Der soziale Jetlag, den ich hier völlig im Extrem erlebe, ist aber auch im kleinen Maß ein ernsthaftes Problem für unsere Gesellschaft. Der für alle festgelegte frühe Schulbeginn zum Beispiel benachteiligt viele Schülerinnen und Schüler massiv. So weisen die Studien des Schlafforschers Professor Dr. Till Rönneberg darauf hin, dass der frühe Start leistungshemmend ist für Menschen, die eher später aktiv werden. Sie sind damit dauerhaft benachteiligt und haben auch im späteren Leben öfter Probleme, voranzukommen. Würde man den Schul- oder Arbeitsbeginn von 8 auf 9 Uhr ändern, würden viele Menschen davon profitieren. An meiner Schule startete der Unterricht damals um 7.35 Uhr. Auch eine spannende Zeit. Mein Zeitgefühl ist in der zweiten Woche völlig aus dem Ruder gelaufen und es geht mir eigentlich richtig unangenehm. Ich bin echt dauermüde, ich bin unkonzentriert, ich kriege meine Arbeit nicht mehr hin. Alles, was kreative Arbeit ist, ist gerade... Wenn das nicht besser wird, muss ich es abbrechen. Wie gut schlafe ich ein? Kaum noch. Es ist eher irgendwann umfallen und dann erschrocken aufwachen. Wie schnell werde ich wach? Normalerweise gar nicht mehr. Ich habe auch keine Kraft mehr für irgendwas. Ich will nur noch schlafen und bin in so einem dauerhaft aggressiven Halbschlafzustand. Wie geht's mir insgesamt? So schlecht, dass ich mitten in der zweiten Woche den Rhythmus wechsle. Und zwar von diesem Chaosrhythmus auf meinen idealen Rhythmus. Schlafen von 23.15 Uhr bis 7.15 Uhr, weil ich kann das alles nicht mehr. Nach meiner inneren Uhr leben funktioniert nach dem Chaos nicht sofort. Alles ist komplett durcheinander, sodass ich erstmal wieder einen neuen Rhythmus finden muss. Ich weiß nicht, wie viel mein aktuelles Wohlbefinden mit einer Erwartungshaltung zu tun hat, die ich hatte, aber so Kleinigkeiten wie jeden Tag in der Woche zur gleichen Uhrzeit aufstehen, nämlich bei mir jetzt 7.15 Uhr, hat so einen krassen Unterschied gemacht. Was ich immer so spannend finde, um 7.15 Uhr klingelt der Wecker, ich habe null Bock aufzustehen, das bleibt, aber sobald ich wirklich sitze auf dem Bett, bin ich wach. Und was in den letzten Tagen passiert ist, die letzten zwei Tage, ich bin immer um 7.12 Uhr, 7.13 Uhr aufgewacht. Und diese Art von Rhythmus habe ich seit der Schulzeit nicht mehr gehabt. Und das ging jetzt sehr schnell. Und dass ich aber dann so wach bin, vorm Wecker aufwache und wach bin, das kenne ich nicht. Also meine Schlafphasen, mein Rhythmus, der Chronotyp, das scheint für mich wirklich gut zu funktionieren. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde diesen Rhythmus beibehalten, weil es für mich wirklich einen starken Unterschied macht. Und es geht mir sehr, sehr viel besser. Und ich hoffe, das ist von Dauer. Ist es. Für mich hat sich sehr viel sehr stark geändert, seit ich nach dem neuen Tagesplan lebe. Meine dauerhafte Müdigkeit ist zwar nicht ganz weg, aber kommt kaum noch vor. Und wenn, dann weiß ich, was ich eigentlich falsch gemacht habe oder in welche alte Gewohnheit ich zurückgefallen bin. Aber eins will ich noch wissen. Was ist euer Job? Und wann geht ihr in und aus dem Bett? Bis bald. Ich stehe normalerweise so um 7 Uhr morgens auf, gehe zwischen 22 und 24 Uhr ins Bett. Ich stehe um 7 Uhr auf, ich gehe um 22.30 Uhr ins Bett. Gegen 24 Uhr zu Hause, um 2 gehe ich dann ins Bett, stehe dann auch erst meistens so gegen 11 Uhr auf.
Ins Bett gehe ich so zwischen 12 und 3 Uhr morgens. An guten Tagen stehe ich um 10 auf, an schlechten um 15 Uhr. Ich stehe normalerweise so um 7:30 auf und gehe in der Regel so gegen 11:30 ins Bett. Ich gehe normalerweise so zwischen 1 und 2 schlafen und stehe so gegen 10, 11 auf. Ich stehe eigentlich sehr konsequent jeden Morgen um 7:30 Uhr oder 8 Uhr auf, weil ich dann meine Tochter in die Kita bringen muss und dann ist der Rhythmus einfach drin. Meistens gehe ich so um 23.30 Uhr ins Bett. Ich habe mir das tatsächlich auf dem Handy eingestellt, dass mein Handy mir so eine Notification für die Bettzeit schickt, aber einschlafen tue ich dann wahrscheinlich meistens eher so um 12:30. Gehe ich in der Regel zwischen 10 und 11 ins Bett, sodass ich tatsächlich vor Mitternacht auch wirklich schlafe. Und ich versuche in der Regel auch zwischen 7 und 8 aufzustehen und meistens klappt es auch. Wenn ich Frühdienst habe, muss ich um 17:45 aufstehen. Wenn ich frei habe, stehe ich um 17:45 auf, wo meine Kinder in die Schule müssen. Und wenn ich Nachtdienst habe, gehe ich erst gegen 8, 9 Uhr morgens ins Bett und schlafe mindestens 6 Stunden. Ich stehe spätestens um 7:30 Uhr auf und ich gehe so um 12:30 Uhr ins Bett.